Danke für diesen Bericht. Der Bericht spricht genau das aus, was ich beim letzten Entschließungsantrag schon gesagt habe. Wir müssen über den Tellerrand hinausschauen, denn es gibt auch ein Russland nach Putin. Und Putin ist nicht gleich Russland. Und das spiegelt der Bericht wunderbar wider. Erstmalig, dass das widerspiegelt. Dafür, Herrn Kubilius, dass Sie das aufgegriffen haben. Meinen herzlichen Dank. Ja, der Bericht ist in seiner Klarheit und Wahrheit ganz eindeutig und er spricht eine deutliche Sprache. Aber jetzt liegt es an uns auch entsprechend nachzusetzen, indem wir sagen, wir müssen jetzt ein Signal geben, dass wir es nicht nur bei diesen Reden belassen, sondern wir müssen jetzt ein Signal geben, indem wir die Länder Georgien, Ukraine, Moldawien mehr einbinden und unter das Dach Europa holen. Georgien ist schon längst so weit, Georgien gehört unter das Dach Europa und die Ukraine, ich bin erst am Freitag aus der Ukraine zurückgekommen. Die Menschen, die so herzlich sind, die zu Europa streben und nach Europa möchten, müssen wir hilfreich zur Seite stehen, dass sie dieses auch schnellstens verwirklichen können. Wir müssen da eine gewisse Dynamik hereinbringen, damit wir hier Zeichen setzen. Allerdings müssen wir auch Zeichen setzen, und da stimme ich da übrigens zu, wir dürfen nicht EU gleichsetzen mit NATO. Das heißt, diese Länder sollten einen Verzicht geben, um NATO-Mitglied zu werden, aber dafür unter das Dach der EU kommen. Und das schnellstens. Und wenn wir das beherzigen, dann werden wir auch einen Weg finden, um Russland zu demokratisieren. Aber das wird, da gebe ich Ihnen recht, nach Putin erst der Fall sein. Vielen herzlichen Dank. Kiitos, kollega.